Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Stürmi. Und ja, heute habe ich das zweite Päckchen hier von Johnny Kupke. Ja, das erste kam ja schon und das zweite, ja, das wird nicht weniger. So, ich öffne jetzt dieses Paket und dann werdet ihr sehen, ja, ist ziemlich alles durcheinander noch. Ich habe nichts sortiert, also es wird ein bisschen längeres Video, also lehnt euch zurück und holt euch was zu trinken oder irgendwas. Und los geht's. So, ihr seht, ja, es ist fast nicht weniger wie das letzte Paket. So. Ich muss jetzt erstmal alles rausholen, dann wird sortiert und dann schauen wir mal. Erstmal alles raus hier. Eieiei. Ja. Also, wenn ihr mir was zuschicken wollt, ihr braucht mir nicht solche Pakete hier zu schicken. Es langt auch ein Brief, oder wenn ihr mir was malen wollt, oder, ja, irgendwas basteln wollt, wäre ich auch froh darüber. Meine Postfachadresse seht ihr unten in der Videobeschreibung. Oh, da sind sogar schon neue Matchtexte dabei, sehe ich gerade. Ah ja. Hat er jetzt schon so viele doppelt, dass er mir jetzt schon welche zuschickt von der neuen Serie. Gut, ich habe meine noch gar nicht sortiert, die neuen. So. Deswegen kommt auch noch nichts so richtig auf meinem Kanal. Ich wollte eigentlich auch mal irgendwie sortieren und dann Mappen-Update machen. So, hier ist noch ein neues. Ja, wenn die jetzt so da drin rumfliegen, ja, gut, die geht jetzt noch. Aber, weil die sind ziemlich empfindlich, diese Karten hier, die dunklen. Oh, hier David Alaba. So, erstmal alles schnell hier raus. Was heißt schnell? Das dauert ewig. So, hier haben wir noch Match-Attacks von, ich glaube, letzten Saison. So. Oh, da haben wir noch ganz alte Match-Tags. Die habe ich noch gar nicht gesammelt eigentlich. Und er hat gesagt, er hätte noch ein Paket für mich. Aber ich glaube, der will erstmal abwarten, bis ich hier das zweite bringe. Was ich ja jetzt mache. Aber am besten wäre, wenn man die mit Gummis festmacht und dann in den Karton. Wäre etwas schlauer. Erstmal werden die dann nicht beschädigt. Und zweitens mal muss man hier nicht so viel sortieren oder, ja. Sortieren muss man sie wahrscheinlich sowieso. Ich weiß nicht, ob er sie sortiert hier reingelegt hat. Das weiß ich natürlich nicht. Jetzt habe ich natürlich so viel doppelt wahrscheinlich. Aber egal. Man kann sie ja tauschen. Ich bin ja auch auf Sticker Manager. So. Gleich habe ich's und dann sortieren wir mal und dann schauen wir mal, was wir alles haben. Also ich kann euch nicht jede Karte zeigen, weil das dauert viel zu lange. Es könnte sogar sein, dass ich dadurch hier meine eigene Serien alle voll bekomme. Könnte sein. Aber mal schauen. So, jetzt habe ich es gleich. Sind eigentlich fast alle noch richtig gut in Schuss, die Karten. Was ich eigentlich sehr gut finde. Aber anscheinend waren sie sortiert, weil manche sind hier echt. So, hier haben wir noch zwei Karten. So. Oh, hier Kaiserslautern. So. Jetzt sortieren wir sie erstmal. So, hier haben wir FIFA 365, Match Attacks, haben wir hier
Road to FIFA World Cup Russia von 2018. Dann diese hier, die habe ich sowieso alle schon komplett. Warum er die jetzt hier in so Höhlen gemacht hat, das verstehe ich nicht. Weil so berauschend sind sie jetzt nicht. So, sieht man sie noch? Ja. So, jetzt schauen wir mal. FIFA 365. So, dann haben wir hier Match Attacks. Aber welche Serie das ist? Aus welcher Serie jetzt? Aus welchem Jahr meine ich? Vielleicht wisst ihr das, weil ich habe die noch nicht gesammelt gehabt damals. Ich bin erst wieder seit 2017 dabei mit dem Sammeln. Und es hat sich trotzdem schon so viel angesammelt in dieser Zeit. Und es wird ja nicht weniger. So. Oh, bleib hier. Gucken, ob da auch alles blau ist dazwischen. Ja, sieht gut aus. Ah, die blaue Balldose habe ich hier auch mal aufgemacht. Ich glaube, die gehört auch dazu hier. So, hier die sehen nicht mehr so toll aus. Seht ihr es? Da oben im Eck und so. Naja, egal. So, schauen wir mal. Hier ist noch von denen. Hier haben wir von dieser hier. So, die habe ich gesammelt. Das weiß ich. Das müsste 17, 18, glaube ich, sein. Zack. So, die gehört hier auch dazu. Die müsste zu der dazu gehören. Glaube ich mal. Dann haben wir hier noch Road to UEFA Euro 2016. So, schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier, glaube ich, auch noch 2016. Ja. Noch 2016. Haben wir hier noch 2018, 19, ne, doch 18, 19 müsste das, glaube ich, sein. Sieht man sie noch? Ja. So, hier muss ich mal gucken. Das sind die roten. So, dann haben wir hier nochmal. Okay, hier, das sind wieder andere, glaube ich. Glaube ich. Was haben wir denn hier? Sind das FIFA 365 oder? Ich meine ja. Nee, sind nicht. Das ist irgendwie. Ah ne, die gehören auch dazu. Euro 2016. Okay. Hier habe ich damals ja nicht gesammelt. So, hier haben wir. Zack. So, hier ist die aktuelle Match-Text. Dass er da jetzt schon doppelte hat. Okay, die kommt dann hier hin. Zack. So. So. Die rote Serie. Ich glaube, so umso älter die Serie wird, umso schlechter werden sind die Karten. Ich glaube, das habe ich auch im letzten Video gesagt. Obwohl hier 2016, die sehen noch recht gut aus. Komischerweise. So, dann kommt hier Road to UEFA Euro 2020. Die haben wir hier noch nicht. Na, bleibst du?
Haben wir hier FIFA 365. Also ein Riesenstapel. Also der ist sortiert. Man sieht, ich glaube, die waren sortiert hier in dem Kasten. Nur durch den Transport, ja. Sind sie durcheinander geraten. Also, wenn ihr nochmal so eine. Wenn der Johnny hier nochmal so ein Paket schickt, bitte mit irgendwie, ja, was weiß ich, in Papier einwickeln oder mit Gummis festmachen. Die war hier. Dann haben wir hier nochmal die blaue. Dann haben wir hier nochmal das hier. Haben wir hier nochmal rot. Ich glaube, rote habe ich auch noch ein paar. Aber gesammelt habe ich sie damals nicht. So. Also die hier habe ich sowieso nicht gesammelt. So. So, was haben wir hier? Oh, Schalke. Schalke hier, Kolle. Die aktuelle Serie hier. Rot. So. Also das ist schon jede Menge hier. Aber ich meine, das geht hier schneller wie in einem anderen Video. Das andere war echt noch schlimmer. Also ich werde jetzt danach mit Gummis festmachen, dann kommen die erst wieder in die Kiste. Und dann muss ich mal irgendwann gucken, dass ich die alles sortiere und gucke, was ich doppelt habe. Und dann kommen die in die Doppelten in die Sticker Manager Dingsbums. Und dann, ja. Oh, hier Bayern. Wer ist das? Ach Gott. Der Heuberg. Wer kennt Heuberg noch? Blaue Serie. Dann haben wir hier die aktuelle. Nochmal rot. Oh, hier haben wir jetzt Lego Batman. Die wollte ich eigentlich auch mal sammeln, aber weil ich sowieso schon so viele habe, habe ich es gelassen. Oh, hier David Alaba. Aber ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt. So, rote Serie. Haben wir hier nochmal. Das hier. Das hier. Rot. Dann haben wir noch ein Päckchen mit Stickern. Bundesliga 14-15. Ach du Scheiße. Blaue Serie, blau. Ich glaube, das ist alles blau, oder? Ja. Blau. Rot. Dann haben wir hier nochmal Euro 2016. Also da sind viele dabei. So, hier seht ihr es. Zack. Dann haben wir nochmal die rote Magitex-Serie hier. Aber nicht die ganz roten, sondern rot-orange irgendwie. Dann haben wir hier. Was ist das? Welche Serie ist das? 15, 16. Ja, keine Ahnung. Könnte hier hingehören, kann auch, ich weiß es nicht. Anstatt hinten mal drauf zu schreiben, was das für eine Serie ist. Ja gut, man kann es ja googeln, glaube ich, oder so. Dann sieht man auch, welche Serie was ist. So, rot. Na, schon ein Riesenstapel. So. Zack. So, noch zwei Stapel. Da haben wir es. Dann haben wir es. So, hier haben wir nochmal. Da haben wir nochmal hier. Champions League Sticker. Da haben wir nochmal. So, oh, was haben wir hier? Das. Boah. Schon wieder eine neue Serie hier. Das ist hier von. Ah, ne, ist keine neue Serie. Hier habe ich sie ja. Aber ich glaube. Nö, ist nichts durch. Doch. Ein paar Karten sind durcheinander. Zack.
Weiter geht's. Diese Serie, dann haben wir noch mal Rot. Dann haben wir hier von dieser Serie noch mal von dieser, dann haben wir von dieser Serie. Eieiei, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Das ist schon extremo. Ich weiß nicht, was der da alles gesammelt hat, wie viel der geöffnet hat. Also das ist schon viel. Also ich öffne ja auch nicht wenig. So ist das nicht. Aber ich glaube, er öffnet noch viel mehr. Wer von euch sammelt dann auch so viel hier, dass er so viel doppelt hat? Also von manchen Serien habe ich auch. Ich habe ja so Kisten, wo ich die reinmache, die doppelten. Und da habe ich ja so lange Kisten, wenn nicht sogar noch länger. Und da ist eine Reihe nur eine Serie oder sogar anderthalb voll. Ja, das ist schon, ja. So. So, nochmal rote Serie. Haben wir nochmal diese Serie hier. Ja. Hierhin. So, letzter Stapel. Oh, hier. Aktuelle Serie. Schön stehen bleiben. Blaue Serie. Nochmal blau. Dann haben wir hier nochmal von der UEFA Euro 2016 Serie. Haben wir hier nochmal rot. Haben wir hier von dieser Serie hier. Dann haben wir hier blaue Serie. Da haben wir hier FIFA 365. Blaue Serie. Blau. Rot. Dann haben wir hier wieder von der. Zack. Zack. Diese Serie. Diese Serie. Dann haben wir hier wieder aktuelle Serie. Rot. Dann haben wir hier diese blaue wieder. Dann haben wir. Oh. Ah, ja. Dann haben wir hier wieder blau. Dann haben wir hier wieder rot. Blau. Und letzter kleiner Stapel noch. Dann haben wir es geschafft. So, hier. Das. 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 Dann haben wir hier wieder die Deutschland. Schland-Serie hier. Da habe ich so viele doppelt. So, hierhin, rot. Dann haben wir hier wieder diese Serie. Da haben wir hier 18, 19 Sticker. Dann haben wir hier wieder deutsche Karten. Dann haben wir hier die aktuelle Serie. Da haben wir hier, zack. Oh. Pavard. Was ist das für eine Serie hier? Champions League. Ist das von der aktuellen Serie? Ich glaube ja, gell? Von der habe ich bis jetzt noch nichts geöffnet. Aber kommt noch wahrscheinlich. Hier ist noch ein Sticker dazwischen. Zack. Hierhin haben wir nochmal Champions League Sticker. Hier haben wir nochmal von der aktuellen Match Tags. Rote Serie. Und der blauen hier. Die. Die. Aktuelle. Haben wir wieder ein paar Sticker dazwischen.
Was ich mit denen mache, keine Ahnung. Zack. Oh, hier ist ein Dortmunder. Jadon Sancho. Den habe ich doch gestern schon gezogen. Schade. Ne, nicht gestern. Wann war das? Samstag war das, glaube ich. So, blaue Serie hier. Dann haben wir hier FIFA 365. Dann haben wir hier nochmal aktuelle Serie. So, manche wollen ja, dass ich, wenn ich Orakel aufnehme, alle Spiele mache. Also alle, was samstags, glaube ich, ist oder so. Da muss ich mal gucken, dass ich das vielleicht so auch mache. Alter, wir sind die kleinen. Das sind aber kleine Sticker hier. Ach Gott, da ist da noch Dings drauf. Dante. Wer kennt noch Dante? Von wann ist denn das hier? 14, 15. Jo, Alter. Hier haben wir noch Jerome Boateng. Und der ist ja auch jetzt hier bei Bayern. Coole Sache. Aber dafür habe ich leider keine Mappe. Das ist schade. Muss ich mal gucken, dass ich vielleicht eine Mappe irgendwie. Ich finde die richtig cool. So kleine Bilder. Aber die einzukleben. So, hier nochmal aktuelle Serie. Und die letzten drei Karten hier. Zack. So, jetzt seht ihr alles, was er mir zugeschickt hat im zweiten Päckchen. Das ist ja mega, 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 mega. So, aktuelle Serie, mal gucken. Oh ja, das ist sogar Matchwinner. Fast alles nur Base-Karten. Fast, fast, fast. Also ein Matchwinner und der Rest ist Base. Macht aber nichts. Ja, trotzdem super. So. Ja. Also hier war eine dabei. Hier Batman-Serie. Ja. Keine Ahnung. Was haben wir denn hier eigentlich? Mighty Micros Mega Batman. Dann haben wir hier eine Actionkarte. Der Joker tanzt. Haben wir hier Tempokarte, Killer Moss oder Moss, keine Ahnung. Dann haben wir Black Canary. Oh, hier ist eine, wie heißt die? Keine Ahnung. Ultra Doomsday. Jo. Also gesammelt habe ich diese hier. Die sammle ich sowieso. Die. Die. Die sammle ich auch. Und der Rest habe ich nie gesammelt. Doch die hier habe ich auch noch gesammelt. Die habe ich auch komplett. Aber die habe ich nicht gesammelt. Die nicht. Die nicht. Und die nicht. Ja. So. Das war's dann. Ich kann euch jetzt nicht alle Karten zeigen, sonst würde das Video sprengen. Ja, ich bedanke mich bei Johnny. Ja, ich werde seinen Kanal unten verlinken. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.